Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit dem Xardas und er will mich schlagen. Hallo. Boah, so, wie lange ist das es jetzt? Hast du geschafft. Alter. Nee. So, fängt ja gut an hier. Nach einem Monat ungefähr, endlich ist es wieder soweit, ne? Es geht wieder los mit Minecraft. Vielleicht nicht jeden Tag, aber so alle zwei würde ich mal jetzt sagen. Toll, ich habe kein Essen mehr. Hier ist ein Feld. Ein schönes Brot. Echt? Da ist ein Feld immer noch. Ehrlich? Ja, hier ist ein Feld. Ach so, das meinst du damit? Ich dachte, du willst uns einen weißen Tipp geben und sagen, dass hier ein Feld ist. Ja, hier ist ein Feld. Das war doch auch ein weißer Tipp. Warum kein schwarzer? Okay, das ist ein bisschen laut. Schwarz ist da hinten in der Laterne. So, machen wir mal eben ein bisschen rumschrauben hier, die Musik natürlich aus und das Lied, es dröhnt einfach so. Jetzt ist es aus. Und jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen leiser. So. Ja, so, was liegt an für heute? Ich weiß es gar nicht so genau. Einfach mal ein bisschen Minecraft zocken, ne? Ja, mal wieder. Ja, mal wieder. Ich will jetzt das erste Mal wieder Minecraft-Musik hören, aber die läuft ja auch komischerweise nicht immer. Was ich nicht verstehe, läuft die bei dir immer durchgehend? Nein, ganz selten nur. Richtig selten. Warum? Ich weiß es auch nicht. Wenn Minecraft Musik hat, wieso läuft die nicht durch in anderen Spielen? Weil ja, die ne? Hat überhaupt keine Musik. Das ist komisch. Ich verstehe es nicht. Wieso hast du eigentlich eine Diamantenspitzhacke? Was soll das? Weil ich cool bin. Wir brauchen noch Obsidian, Mensch. Ach ja, genau. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Da haben wir, glaube ich, hier unseren Vorgarten geschmückt mit ein paar Blümchen. Ja, und ich wollte das Dorf eigentlich noch bauen. Ja, ein bisschen ausbauen. Also, ne? So, wir Eisenschwert noch Holz gemacht. Und ihm Holz holen. Da okay. Holz mich doch hier weg. Oh. So. Ja, das Haus machen wir auch bald hier zu Ende. Sieht schon schön aus, ne? Nichts Spektakuläres jetzt hier, aber. Wir bauen noch ein Haus wie bei mir in der Welt, in der LP-Welt. das ist was ein schönes Ding, also. Also. Ich würde mich schon freuen, wenn ich das sehen zimmern kann, ne? Das wäre schon episch. Boah. Also, ich kann dir da nicht mithelfen, ne? Das ist schon mal klar. Wieso, ist auch ganz easy, das Haus. Ja, war natürlich. Doch, das war Kleinkram, ey. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Hallo. Also wer es nicht kennt, kann entweder einfach mal bei mir in ein Infovideo reingucken und ansonsten in eine der noch nicht erschienenen Minecraft-Folgen. Okay. Oder sind die schon raus? Keine Ahnung, vielleicht sind sie bis dahin auch schon raus. Ich muss gucken, wann die rauskommen. Nicht, dass die morgen aus Versehen freigeschaltet werden und 22. Oh. Ja. Oh. Egal. Oh, das ist ein Also ab dem 22. könnt ihr gucken. Ja, jetzt ein bisschen Werbung machen hier, aber... Nein. Ey, weißt du, wie viel du durch mich bekommen hast? Ja, mein ganzes... Zwei Leute. Ein Brotleib. Nein. Oh, aber Gott, die Schaufel wollte ich jetzt schon sagen, die Axt kaputt gegangen, super. Glaube ich hier mit der Hand weiter. So. Über Holz durch. Jetzt habe ich. Oh, jetzt komme ich da oben nicht dran. Ja, jetzt baue ich mich halt mit Holz hoch. Super. Wow, ich habe ein Buch. Ach, ich habe drei Bücher. So, ich habe gerade in der Truhe. Ich habe gerade in der Truhe gesehen, wir haben, ich glaube, ein bisschen mehr als ein Stack Eisen. Vielleicht können wir ja auch in eine Höhle gehen? Ich weiß nicht. Ach, nicht schon wieder. So, wie wolltest du das jetzt mit den Büchern machen? Achso, bist du oben hier im Haus? Ja, warte. Ja. Was wollte ich jetzt? Ich wollte das Holz hier in eine Truhe packen, aber haben wir nicht eigentlich genug gehabt? Okay, das ist die falsche. Okay, wir haben gar nichts. Ja, gut. Bis jetzt kommen wir 20 Level. Ich stelle es jetzt einfach mal hier neben, ne? Hier hin. Ja, ich komme gerade. Ja, mach einfach mal. Oh, jetzt kam eine blöde Werbung. Wie viel Level bringt das jetzt? 22. Yay, ich habe 15, super. Wie viel hast du eigentlich? 38, deswegen will ich nicht in der Höhle, ich hab Angst. Ach du Scheiße, ey. So. Ja, so hoch hatte ich noch nie, muss ich. Also, noch nie so, oder? Doch, nach dem Enderdrachen, aber sonst. Ich glaube, durch normale Spiele nicht, weil ich vorher immer durch irgendwelche mysteriösen Leute krepiert bin. Mysteriösen Leute? Ah, wie ein Hust. So, komm, ich mach mir jetzt noch ein paar Spitzhacken. So, machen wir noch ein Buch. Besser gesagt, eine. Das geht sogar. So, hast du Bücher? Hast Nein. du Zuckerrohr? Hast Nein. du Waffen, Drogen und Minderjährige? Warte, Zuckerrohr, wir haben nichts mehr davon, oder?
Nein, ich schaue noch mal eben ganz kurz nach. Ich kann mir das schlecht merken. Ich habe gerade ein Bild geschickt von irgendjemanden, also nicht von irgendjemanden, sondern ne und so. Ja, klar. Mein Designer für Intro und Co. KG. Ach so. Ja. Oh, ja, was sehe ich denn da hinten Schönes? Der Tempel. Das erinnert mich an Folge 1. Das war so professionell. Das war geil. Unvergessliche genau Momente. GOP, ey. Das war geil, ey. Diamanten gefunden und sprengt sich zu Tode, dieser Vollidiot. So, was machen wir? Nein, ich habe nichts gegen GOP, nur mal so am Rande. Also. Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall hier die Häuser abreißen, das geht so gar nicht. Ne, da ja die ganzen Pedos leider irgendwie, ich denke mal, von den Zombies gefressen wurden, ne? Ja, also ich hab schon... einfach mal die Häuser ab, ne, weil die passen von der Höhe und so auch überhaupt nicht. Nee, das ist auch was, wir eben müssen uns noch was mit dem Weg einfallen lassen. Das wird auch ein bisschen schwierig. Ja, ich habe ein bisschen... wollte ich jetzt noch bauen. Das mache ich diese Folge, glaube ich, noch, weil dann können wir auch ein bisschen berechnen, wie groß die Häuser und so. Stadtmauer? Ja. Das kann was Schickes werden. Gehst du bitte Stein einschmelzen, damit wir Stonebricks bekommen? Ja, klar. Ich glaube, davon haben wir sogar noch ein bisschen. Ich glaube schon. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Ja, ich mach mal eben. Also die Mauer wird, glaube ich, 3 hoch, also an Steinblöcken und 4 an den Holzdingern. Okay. Also wird jetzt auch erstmal nichts Besonderes. Das kann man nach und nach dann noch ausbauen, wenn es einen stört. Natürlich. Aber ich würde jetzt erstmal hier ein bisschen Sicherheit reinbringen und alles ausleuchten und so. Also wir haben 3,5 Stacks Stein, also noch schon geschmolzenes. Ja, daraus musst du aber Bricks machen. Ja, okay. Du meinst ja Steinziegel, ne? Nicht, dass ich jetzt ja, was Falsches mache. Ja, Bricks. Ja, also wir haben jetzt 4 Stacks. Ich habe wahrscheinlich 4 Stacks. Ich habe 4 Stacks verstanden. So, ich schmelze mal noch ein bisschen ein. So, damit wir auch ein bisschen hier schaffen. Wir sind jetzt in Folge, das müsste jetzt, ich weiß es gerade gar nicht, 28 oder sowas sein. Also ich weiß es jetzt gerade nicht genau, 25 oder so. Und wie groß soll das eigentlich werden? Soll das hier hinten zu Ende sein, hier der Eingang? Boah, ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Warte. Ich bin da, wo die Pedos waren, an dem Marktplatz ein Stück weiter weg, also an dem Brunnen. Hier ist, finde ich, ganz nice, ne, so für den Eingang und so. Ja, ich sehe dich gerade. Ja, so ist gut. Da müssen wir aber noch... Kann man ja auch dann noch irgendwann erweitern. Ja, wir müssen richtig viel noch hier machen. Das wird eine richtig Hammerarbeit. Warte mal. Eine Schaufel habe ich noch. Dahin. Geht der dahin? Moment, dann ist der Weg da, dann muss der dahin. So. Warte, ich gebe dir schon mal die ganzen Steinziegel, die ich jetzt hatte. Ah. Was macht so, das Schwein da? Geh mal weg. Ja, ich hab das gerade geschlagen. Okay, soll ich hier schon mal die Erde wegmachen? Ja, ne? Ja. So ein bisschen. Schon mal so grob. So, passt das so? So, also, was ich noch sagen wollte. Wir haben, oder besser gesagt, ich habe jetzt ja seit über einem Monat kein Minecraft mehr gespielt. Und es wird natürlich jetzt wieder so sein, ich rede wahrscheinlich nicht mehr so viel über Themen, auch wenn wir das in den Folgen auch nicht gemacht haben, halt so ein bisschen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, für den Anfang. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ne, ist ja ein bisschen verständlich, glaube ich. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Aber das kommt schon mit der Zeit wieder und bald geht's dann auch wieder mit Gothic los. Das ging ja alles nicht wegen dem PC, aber der gute Dämonenbeschwörer hier am anderen Ende der Welt, der gerade mit mir redet, hat ja... mir so einen schönen Tipp gegeben, dass man ja die Länge da in YouTube irgendwie ändern kann, wenn man da was eingibt. Das wusste ich vorher überhaupt nicht. So, ja, die Qualität wird natürlich ein bisschen schlechter, glaube ich, sein, als wenn man jetzt direkt mit einem 16:9 Bildschirm aufnehmen würde. Aber da ich euch einfach jetzt wieder was zeigen wollte und ich auch richtig Bock hatte, wieder aufzunehmen, ne, mache ich das einfach so. Nee. Danke nochmal. Am anderen Ende der Welt. Ja. Geht die Mauer so. So, warte. Kommen irgendwo Fackeln drauf und so. Und wo... Ja, also das ist auf jeden Fall besser, als wenn man einfach nur so einen Zaun dahinsetzt. Ich habe leider keine Fackeln gerade mit, das hätten wir ja direkt auch machen können. Mann, dieser Tempel, ich krieg davon noch Albträume, wenn ich den weitersehe. Das, ey. So, warte mal, wo müssen dann jetzt alle, wie viele Blöcke? Oh. Boah, aber... 1, 2, 3, 4, 5. Alle 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt dahin. So, ich stell hier noch das Weizen mit. So, jetzt muss ich mir allerdings gleich mal das Bild angucken, was der Typ mir geschickt hatte. Datei öffnen. So. Oh, du hast ja hier sogar neu geerntet. Habe ich gar nicht gemacht, ich Vollpfosten. Er denkt mit, der Junge denkt mit. Ah ja, ich habe noch gar nicht erwähnt hier. Ich habe natürlich wieder, also nicht wieder. Also doch, wieder, genau. Ich hatte ja am Anfang des Let's Plays ein Texture Pack drin, das John Smith Texture Pack.
Und das hier ist jetzt das Red Craft oder RED Craft. Ich sag eigentlich immer RED, ich glaube Red ist richtig. Ist halt das Standard Texture Pack, nur halt in HD. Und mir gefällt das richtig, aber man sieht hier unten, das Weizen wurde noch nicht gepatcht und die goldene Karotte hier. Ist alles noch in der Erarbeitung, aber ich finde das so geil. Es werden natürlich auch viele andere Texture Packs kommen, aber ich hatte jetzt mal Lust auf das hier. Also nur damit ihr Bescheid wisst. So, was wollte ich jetzt hier eigentlich gerade? Ach ja, genau. Schaufel. Du musst dich beeilen, falls du noch da irgendwas am gucken bist. Es wird Nacht. Er ist in seinem Element, er hört mich nicht. Doch, ich hab das schon gehört. Okay, brauchst du vielleicht Steinstufen? Kannst du damit auch was anfangen? Irgendwie was verschönern oder so? Hier oben sind Stufen drauf. Steinstufen? Hier oben sind Brickslabs-Stufen. Nee, das sind ja die Treppen. Ich meinte die Stüfchen, diese... Achso, die Stufen? Na, nö, grad nicht. Ja, okay, alles da. Komm, dann mach später. Ich brauch dringend was zu essen. Habe ich denn irgendwas Wirkliches dabei? No, nee. Ich hab was mit, aber ich bin so ein Trottel. Ich kann nur niemals berechnen, wie viele Stöcker ich brauche, um noch eine Axt zu machen. Oh, wir müssen uns unbedingt bald auch ein Lager machen hier, wenn wir unser Haus fertig gemacht haben oder schon vorher am besten. Man kommt hier so durcheinander, auch wenn es nur ein paar Kisten sind. So, Axt gemacht, damit wir auch gleich weiter die Stadt ausnehmen können. Ich denke mal, das ist das Erste, was wir machen. Oder ausnehmen. Ich spiele zu viel Gothic. Die Stadt ein bisschen... Hier, die Häuser abmachen und eine neue hinpflanzen können. Ey, das wird eine coole Mauer. Kommst du schlafen? Warte. Komm, schlafen. Ja. Moment, ich hab grad überlegt, was ich noch brauche. Du bist gerade bei mir über den Boden so geglitten und lagst schon. Oh, ich hab noch ein Schlückchen. Ich hab so Durst, aber...